Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Germany. Kiew, seit fast einem Jahr führt Russland offen Krieg gegen die Ukraine. Die Lage an der Front ist schwierig, zugleich werden schon bald neue, schwere Waffen erwartet. Selenskyj sieht sein Land deshalb vor einem möglichen Wendepunkt. Mit Blick auf die aktuell schwierige Lage an der Front betont der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj, 45, die Notwendigkeit baldiger militärischer Erfolge. Wir müssen den Frühling so gestalten, dass wirklich spürbar ist, dass die Ukraine sich auf den Sieg zubewegt. Einmal mehr pochte er in diesem Zusammenhang auch auf schnelle Waffenlieferungen aus dem Ausland. Selenskyj verwies auf die massiven Verluste, die Russland derzeit Experten zufolge täglich an der Front in der Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.